Wenn du gerade eine Fremdsprache lernst und nicht weißt, wie du dir die Vokabeln merken sollst, dann hör jetzt genau zu. Punkt 1. Du nimmst zuerst dein Vokabelverzeichnis und markierst alle Vokabeln, die du auf Anhieb verstehst. Vokabeln wie super, aktiv, Restaurant, Taxi, Hotel, ähnliches. Dann nimmst du dir Wörter, die du herleiten kannst. Also zum Beispiel das französische Wort observer durch observieren oder ein Wort wie zum Beispiel hôpital durch das deutsche Wort Hospital. Oder auch Wörter wie beispielsweise to chill, wenn dein kleiner Bruder immer sagt, chill doch mal. Und dann gibt es die dritte Gruppe der Wörter, die man sich partout nicht merken kann, und zwar die, für die man eine Assoziationstechnik verwenden kann. Also du überlegst dir, wonach klingt ein bestimmtes Wort. Ich gebe dir ein Beispiel für ein Wort, das du nie brauchen wirst, zum Beispiel das Wort Anti-Disestablishment-Terrorism. Ja, wonach klingt das? Anti. Disestablishment. Wonach klingt dieses Wort? Welches Bild entsteht bei dir im Kopf? Anti-Disestablishment-Terrorism. Schreib es in die Kommentare, welches Bild bei dir im Kopf entsteht, und dann schreibe ich dir als Antwort, was es auf Deutsch bedeutet.